Es ist Sonntag, es ist 18 Uhr. Ich bin live. Zum fünften Mal diesmal. Langsam gewöhne ich mich ja so daran, mit mir selber hier zu reden. Ich warte noch ganz kurz, ob jemand dazu kommt. Und dann legen wir heute los mit Gebisskunde. Falls jemand da sein sollte, sag mir doch mal kurz, ob der Ton in Ordnung ist. Das war ja immer unser Lieblingsproblem bei Twitch. Heute bleibe ich alleine, das ist okay. Dann sehen es alle erst bei YouTube, da kann ich auch mitleben. Ah, doch. Wie immer. Treu ergeben. Hi. Sehr gut. Wunderbar. Ich freue mich. Denn, huch, das wollte ich. Lass uns starten. So, oh, da kommen noch mehr. Ich bin begeistert. Huch. Ich hoffe, mein Handy nervt. Ups, was ist denn hier heute los schon wieder? Hochprofessionell, unprofessionell, wie immer. Hallo nach Bayern. Sehr schön. Huhu. Ich hoffe, mein Handy liegt jetzt in einer Position, wo es euch nicht nervt. Falls doch, einmal Bescheid sagen. Vielleicht habt ihr schon ein bisschen mitbekommen. Ich bin so glücklich, dass mein Gebiss, was ich vor ziemlich genau 2 Jahren angefangen habe zu entwickeln, dank der lieben Xenia, danke nochmal Xenia, die mir dort einen Denkanstoß gegeben hat. 2 Jahre lang habe ich dran rumgetüftelt mit Stimmen Steeltech zusammen und gestern, nicht vorgestern, glaube ich, kam sie endlich an. Sehr gut. Handy hört man. Habe ich es endlich mal. Also so nach und nach kriege ich die Sachen vielleicht dann doch mal hin. Das ist das gute Stück. Diese Ringe, die ihr dort seht, oben dran, die sind für die Backenstücke gedacht und sorgen dafür, dass dir das Mundstück ruhiger im Maul liegt und keine Lederriemen benötigt werden, um den Effekt des besser annehmen, so ein ruhiger Liegens und nicht unter den Nasenriemen rutschen und so weiter und so fort, was man mit den Seitenteilen, also mit den Schenkeln der Schenkeltrense mit Vorliebe sonst für Probleme hat. Das erübrigt sich damit alles, also man kann damit nicht allzu viel falsch machen, außer den Ring falsch verstehen, also diese extra Ringe, dort gehört das Backenstück hinein. Aber ich will heute nicht nur über mein wunderschönes neues Gebiss reden. Es ist übrigens, auf der ganzen Welt existieren nur 11 Stück davon und alle sind bei mir. Noch. tatsächlich sind auch schon Bestellungen eingegangen, nachdem ich das gestern veröffentlicht habe, dass das endlich da ist. Und da freue ich mich total drüber. Ihr habt euch genauso darüber gefreut mit mir zusammen wie ich. Und ja, ich hoffe, dass ihr genauso viel Freude damit haben werdet wie meine Pferde, weil die testen das tatsächlich und einige Schüler natürlich auch schon seit über einem Jahr jetzt, die verschiedenen Prototypen, die wir gebaut haben. Aber das soll nicht das einzige Thema sein, wie gesagt. Wir wollen heute insgesamt über die Gebisskunde sprechen. Und das ist mein Thema. Ich hoffe sehr, dass ich mich nicht zu sehr verrenne, weil auch die Pferdeausbildung natürlich ist ein intensives Thema bei mir. Ich bin da inselbegabt, wie ich immer so schön sage. Aber Gebisskunde ist tatsächlich nochmal ein Thema für sich, was ich sehr, sehr, sehr intensiv durchgeackert habe in der Zeit, in der ich selber unterrichte, in all den, oh Gott, 15 Jahren inzwischen, glaube ich, oder länger, ich weiß es gar nicht, ist auch egal. Jedenfalls hoffe ich, dass ich mich nicht verhaspel damit, weil wir werden es hier, wie immer, nur ein bisschen grob besprechen können. Wenn ihr Fragen habt, raus damit. Erstmal möchte ich darauf eingehen, wie ein Gebiss überhaupt aufgebaut ist. Ich musste tatsächlich feststellen, gerade in letzter Zeit auch, dass das nicht alle wissen. Das Gebiss für die Pferde besteht aus 2 Teilen, und zwar ist es das Mundstück und das Seitenteil. Das Mundstück ist ein sehr wichtiger Teil natürlich.
den wir unbedingt verstehen müssen. Und das werden wir heute ein bisschen genauer besprechen. Ich sage das schon mal vorab, für diejenigen, die keine Lust haben, das ganze Video anzuschauen. Ich priorisiere immer die einfach gebrochene Trense. Warum? Darauf gehe ich später ein. Für mich gibt es nur zwei Gebisse, und zwar die Schenkeltrense und die Boucher-Trense. Das sind für mich die beiden Gebisse, die am allerbesten funktionieren für die Pferde, erfahrungsgemäß. Und das ist einer der Gründe, warum ich hier jetzt eine Kombination aus beidem gebaut habe, also oder bauen lassen. Also diese neue Trense, die ihr hier seht, kombiniert die Vorteile einer Schenkeltrense mit den Vorteilen einer Boucher-Trense. Einfach gebrochen, das Mundstück hier. Ich muss nochmal auf euren Chat gucken, mein Handy geht nämlich leider immer wieder aus, wenn ich es darüber lege. Das heißt, wir haben hier ein Gelenk in der Mitte und ja, wie gesagt, auf die Funktion gebe ich später noch ein. Entschuldigung. Dann gibt es die doppelt gebrochenen Mundstücke. Es gibt tatsächlich noch mehr Brüche in Mundstücken, also das sind im Endeffekt sind es Kettenelemente, wie ihr seht. Also das ist zusammengebaut, wie Ketten zusammengebaut sind. Und davon gibt es unendlich viele verschiedene Varianten, aber die einfach und doppelt gebrochene sind die einzigen, die wir hier so reell besprechen wollen heute von den gebrochenen Gebissen. Es gibt unfassbare Kuriositäten von Mundstücken. Da wird mir selber immer ganz schwindelig, und als ich dieses Webinar hier vorbereitet habe, ist mir auch schon wieder ganz schlecht gewesen, weil es einfach hanebüchend ist, was Menschen sich ausdenken, wie sie ihre Pferde dengeln können, nur weil sie nicht ordentlich reiten lernen wollen oder zu blöd sind oder was weiß der Geier. Wer mit einem einfach gebrochenen oder doppelt gebrochenen Gebiss nicht reiten kann oder mit einer Stange von mir aus noch, der sollte es meiner Meinung nach einfach ganz lassen. Mit einem gebisslosen Zaum kann ich vielleicht auch noch leben. Das persönlich finde ich allerdings unsinnig. Darauf werde ich heute nicht eingehen. Das führt zu weit. Aber lass uns hier heute nur die wichtigen Mundstücke besprechen. Wer Fragen zu anderen Mundstücken hat, darf sich gerne jederzeit bei mir melden. Dann gibt es das Stangenmundstück. Das heißt, wir haben hier keinen Bruch drin, also kein Gelenk. Diese Stangenmundstücke, die gibt es in verschiedenen Varianten, das werde ich später noch einmal zeigen. Aber was wir zu einem Stangenmundstück wissen müssen, unbedingt, und da ist das Seitenteil völlig unerheblich, wenn wir ein Stangengebiss nutzen, muss uns immer klar sein, dass wir beidseitig gleichzeitig einwirken. Wenn wir also den rechten Zügel annehmen, bekommen wir auch eine Reaktion der Trense auf der linken Maulseite. Das ist von der Kommunikation und vom Verständnis her für die Pferde, gerade wenn sie noch nicht so hoch ausgebildet sind, relativ schwierig. Das gleiche Problem haben wir natürlich mit einer Kandarenstange. Das ist also Problem, das heißt Problem, man muss es halt nur verstehen, die Mechanik dahinter. Das heißt, es ist völlig uninteressant, ob ich einen Hebel da dran habe oder eben nicht. Ob das jetzt ein Seitenteil, also ich weiß, dass die Boucher-Trense mit Vorliebe als Stangengebiss im Moment propagiert wird, das werde ich in meinem ganzen Leben nicht begreifen, beziehungsweise behaupte ich, dass diejenigen, die das forcieren, die Funktion der Boucher-Trense einfach nicht ganz verstanden haben oder die Funktion eines Stangenmundstückes nicht ganz verstehen. Ich bitte euch aber darüber nachzudenken, dass man ein Stangengebiss ganz schwierig beidhändig reiten kann. Das heißt, wenn ich nicht ganz zügelunabhängig reiten kann, das heißt nicht versehentlich bei irgendeiner Bewegung auch Bewegung in das Gebiss bringe über den Zügel, dann muss ich bei einer Stange immer wissen, dass ich auf das gesamte Maul und beide Seiten des Pferdes, also beide Unterkieferäste einwirke. Und das ist tatsächlich für ein Reiten auf Trense niemals gewünscht. Also bitte, optimalerweise reitet ihr Trensengebisse einfach gebrochen, da werde ich auch bei bleiben. Es gibt Pferde, die die doppelt gebrochene Trense lieber mögen, das sind aber individuelle Bedürfnisse der Tiere. Und es gibt auch welche, die besser auf der Stange laufen.
Wer aber mit Stange reitet, und das tun zurzeit einige, leider Gottes, muss bitte immer bedenken, dass er gleichzeitig beidseitig wirkt. Dann haben wir die lustige Zungenfreiheit. Dazu muss ich direkt ein bisschen was sagen. Zungenfreiheit klingt so wundervoll nett. Ich zeige euch nachher ein Foto noch, was ich mit Bärbel aufgenommen habe. Wer Bärbel nicht kennt, sie ist mein Anatomieschädel, also mein Pferdeschädel, der hier bei mir im Wohnzimmer wohnt. Wo ich das Problem mit der Zungenfreiheit besser zeigen kann. Zungenfreiheit, wie gesagt, klingt gut, ist tatsächlich gar nicht so nett. Das Problem mit der Zungenfreiheit ist, dass die Pferde, wenn sie die Trense im Maul haben, diese auch mit der Zunge tragen können müssen. Und wenn sie wenn die Trense, also das Mundstück, eine Zungenfreiheit hat, dann kann sich die Zunge permanent gut bewegen. Das ist absolut korrekt. Aber sie können auch das Mundstück nicht vom Unterkiefer anheben mit der Zunge reell, weil sie eben genau in dieser Zungenfreiheit ihre Zunge drin haben. Das führt dazu, dass Gebisse mit einer großen Zungenfreiheit deutlich unfreundlicher wirken und sehr viel genauer auf den Kiefer, also auf den Knochen, als Stangen oder Gebisse oder auch Kandaren ohne oder mit einer geringen Zungenfreiheit. Oder auch, was es auch gibt, ist der französische Bogen, wo es keine so direkte Zungenfreiheit gibt, wie es hier zu sehen ist, sondern wo das Mundstück einen gesamten Bogen macht. Also von links nach rechts einen gleichmäßigen Bogen. Das ist dann etwas anders zu bewerten, weil das kann die Zunge auch wieder tragen. Dann gibt es etwas anderes, was sich total toll anhört, und zwar die anatomisch geformten Mundstücke. Hier haben wir ein ähnliches Problem. Zwar ist es so, dass wenn wir über anatomisch geformte Trensen, gebrochene Trensen sprechen, natürlich die Zunge diese auch anheben kann. Allerdings nicht so gut wie nicht anatomisch geformte Trensen, weil sich diese anatomischen Trensen direkt um den Unterkiefer legen, bevor ich noch irgendwas mit dem Zügel gemacht habe. Und wenn ich dann anfange, mit dem Zügel zu arbeiten, schlimmerweise auch noch, also wenn es tatsächlich eine doofe Situation ist, ich muss aus irgendwelchen Gründen beide Zügel annehmen, dann legt sich ein anatomisch geformtes Gebiss immer direkt um den Unterkiefer und kann dort tatsächlich auch Schmerzen verursachen. Anders und stärker als eine nicht anatomisch geformte Trense. Dann eine Kuriosität, die ich mal dazu gebracht habe, weil ich sowas immer mal wieder tatsächlich sehen muss. Ich bin immer wieder erstaunt, dass Menschen sowas nutzen. Das Flötengebiss ist eine Hohltrense, die gibt es als Stange oder auch einfach doppelt oder auch mehrfach gebrochen. Ist absolut, ich weiß überhaupt nicht, wie man auf solche Ideen kommen kann. Soll dazu anregen, also soll das Pferd dazu anregen, mehr zu kauen und mehr zu speicheln, weil hier die Zunge natürlich diese Punkte fühlt und der Speichel dort hineinfließt und entsprechend eine andere Aktion mit dem Maul und dem Trensengebiss passieren kann. Wenn man sowas nach hinten annimmt, allerdings gibt das teilweise wirklich unschöne Verletzungen und das ja, möchte ich keinesfalls empfehlen. In diesem Zusammenhang möchte ich aber doch nochmal auf die Hohltrensen eingehen, ohne diese Löcher. Es gibt massive Mundstücke und hohle Mundstücke. Der Unterschied zwischen massiv und hohl ist hier nur im Gewicht zu finden. Es gibt einige Leute, die Hohltrensen als unangenehm für die Pferde definieren. Diese Erfahrung habe ich nicht gemacht, da sie von außen für das Pferd keinen Unterschied im Maul machen, sondern nur durch das Gewicht auf der Zunge. Massive Trensen sind von der reinen Logik her schon natürlich schwerer auf der Zunge. Und es gibt einfach Pferde, die ganz kleine und schwache Zungen haben, die mögen kein Gewicht auf der Zunge. Meistens. Da lohnt sich immer eine Hohltrense zu kaufen. Das auch hohl hat auch nichts mit der Dicke zu tun. Ich habe bei mir hier eine hohle Unterlegtrense, die hat 12 mm, wenn überhaupt.
Vielleicht auch nur 10. Das müsste ich vielleicht mal nachmessen. Sie ist also wirklich, wirklich dünn. Und ich habe hier auch 22er Hohltrensen. Ich habe aber auch 22er Massivtrensen. Also dass eine Hohltrense dick sein muss, ist absoluter Unsinn, sondern sie hat einfach nur weniger Gewicht. Und bei Pferden, die, wie gesagt, eine weiche, dünne, schwache Zunge haben, die haben meistens ungerne Gewicht auf der Zunge und nehmen diese Hohltrensen sehr gerne. Also das hohle Mundstück. Jetzt wird es lustig. Die Doppeltrense. Ich habe hier Doppeltrense und das gedrehte Mundstück mal zusammengefasst, damit es nicht noch mehr Bilder werden. Ihr seht, ich habe das hochprofessionell, unprofessionell übereinander gelegt hier und kriege ich das immer nicht hin, meine Vorträge ordentlich also hübsch zu haben. Aber gut, wer es noch nicht gesehen hat, dass die Bilder blöd aufeinander liegen, jetzt habt ihr es bestimmt. Also, von diesen Gebissen möchte ich ganz intensiv abraten. Auch wenn es hier eine schöne Schenkeltrense ist. Aber ihr seht, das ist fast ein Draht im Maul. Und eine Doppeltrense wirkt ganz massiv direkt auf die Zunge ein. Und auch wenn sie hier einfach gebrochen ist, und das ist sie meistens, es gibt die Doppeltrense auch doppelt gebrochen. Das ist im Endeffekt nichts anderes als eine doppelte Kette im Maul. Und da muss man keine 5 Cent fürs Nachdenken für übrig haben. Das versteht man sofort, dass das für das Pferd nicht optimal ist und mit einer feinen Kommunikation nichts zu tun hat. Diese gedrehten Mundstücke, die gibt es natürlich auch in allen anderen Varianten. Also einfach gebrochen, doppelt gebrochen, als Stange und in jeder anderen Variante. Ich habe noch nicht erlebt, dass es einem Pferd tatsächlich helfen könnte, dass es gedreht ist. Manche Pferde mögen es aber, wenn sie etwas mit der Zunge befummeln können. Es gibt so Fummler, so Quasselstrippen, die gerne irgendwie was zum Schnuzzeln haben. Da kann ich mir vorstellen, dass ein gedrehtes Mundstück, dicker natürlich, deutlich dicker als das hier und bitte auch nur einfach gebrochen und mit einer normalen Trense, aber dadurch, dass es gedreht ist, haben wir natürlich viele Kanten. Das heißt, ich wirke natürlich, wenn ich einwirke, auch ziemlich deutlich und massiv auf das Weichgewebe ein. Insofern möchte ich auch davon weiterhin abraten. Eine weitere Kuriosität, der sogenannte Spieler oder Zungenstrecker, wird sehr gerne bei Pferden genutzt, die Zunge übers Gebiss legen. Dazu möchte ich kurz was sagen, denn wenn ein Pferd die Zunge über das Gebiss legt, gibt es dafür erfahrungsgemäß genau zwei Gründe. Entweder ist es noch jung und ist es nicht gewohnt, ein Gebiss zu tragen und weiß noch nicht, was es damit machen soll und hat noch nicht gelernt, die Zunge zu nutzen, um das Gebiss zu tragen. Das heißt, ich habe einfach mir nicht die Zeit genommen, dem Pferd zu erklären, was es mit dem Gebiss tun soll. Oder die Hand hat zu stark eingewirkt. Zu stark im Sinne von, das Pferd hat es zu stark empfunden. Ich hatte ja in einem der Videos, in einem der Webinare vorher, in der Hilfengebung schon gesagt, ich glaube letzte Woche, schon erklärt, dass es für das Pferd nicht interessant ist, ob der Mensch, also der Reiter, die Hilfe, die er gegeben hat, als fein empfunden hat oder nicht. Das Einzige, was interessant ist, ist, ob das Pferd die Hilfe als fein empfunden hat oder nicht. Wenn das Pferd, das normalerweise die Zunge nicht übers Gebiss legt, nun plötzlich die Zunge übers Gebiss legt, beschwert sich damit ganz deutlich und so laut es eigentlich fast kann über die Handeinwirkung der Trense. Also bitte auch solche Kuriositäten wie so ein Zungenstrecker, die gibt es auch in verschiedenen Varianten, diese Spieler. Dieses hier hat jetzt Kupferteile, die ich auch noch als Verletzungsgefahr sehe. Also wie gesagt, eine Kleinigkeit dieser Kuriositäten. Aber ich möchte jetzt mit was Schönem weitermachen. Oder dieses Mundstück, diese Mundstückfolie mit was Nettem beenden. Und zwar den Winx. Das ist eine Erfindung, die es seit einigen Jahren gibt. Die habe ich, glaube ich, das erste Mal gesehen vor, ich schätze mal, 4 oder 5 Jahren. Ich weiß nicht, wie lange es die wirklich gibt. Aber ich finde es eine ganz nette Variante. Und ist im Endeffekt sowas wie eine Kombination aus Olivenkopf und Wassertrense.
ist eine spannende Idee. Die Pferde, die damit laufen, die ich kenne, laufen damit auch recht gut. Dass es hier eine doppelt gebrochene Variante ist. Und ihr seht, Stippen hat hier eigentlich eine ganz schöne doppelt gebrochene Variante. Ist relativ flach und gut verarbeitet und einigermaßen gleichmäßig gebaut. Ich bin trotzdem immer noch ein Freund der einfach gebrochenen. Aber diese Wings, also diese Seitenteile hier, also das Ende des Mundstückes, ist für die Pferde am Maulwinkel erfahrungsgemäß sehr angenehm und angenehmer als eine Wassertrennnessel ohne. So, ich springe jetzt auf die nächste Folie, da ich weiß, dass es gerne mal ein bisschen dauert, dass ihr jetzt die neue Folie sehen könnt, werde ich mir die Zeit nehmen und kurz in den Chat schauen. Keiner schreibt mit mir. Okay, ihr hängt an meinen Lippen, ich bin begeistert. Sehr schön. So, ich gucke ganz kurz, ob man die Folie schon sehen kann. Ich hoffe das. Wir wollen die Seitenteile besprechen. Ich hoffe, das kommt alles hinterher hier. Sieht gut aus. Jupp, schön, danke für die Info. Die gängigen Seitenteile. Wir beginnen hier mit der allen sicherlich bekannten Wassertrense. Seitenteil heißt tatsächlich nur, wie die Ringe, es geht jetzt darum, wie die Ringe für das Backenstück und die Zügel am Mundstück befestigt sind. Das ist tatsächlich ein wichtiger Teil beim Thema Gebiss, den man nicht unterschätzen darf. Ich versuche das knapp, etwas kurz darauf einzugehen mit den einzelnen Seitenteilen. Das hier ist tatsächlich ein wichtiges Thema, was die Physik und die Mechanik angeht. Ich hoffe, ich mache mich verständlich. Also die Wassertrense ist das gängigste und häufigste genutzte Gebiss, denke ich. Warum kann ich nicht wirklich erklären, weil ich persönlich diese Art von Seitenteilen noch niemals als hilfreich empfunden habe, weder als Unterlegtrense noch als sonstiger Trense. Wir haben hier einen beweglichen, durchlaufenden Ring am Mundstück einfach befestigt. Also wer eine Wassertrense nutzt, sollte sich immer eine teure Markenwassertrense kaufen, weil durch diese bewegliche Verbindung des Ringes am Mundstück das Metall des Mundstücks an dieser beweglichen Stelle über die Zeit und je weicher das Mundstückmaterial ist, also je mehr Kupfer enthalten ist, desto schneller passiert das. Das heißt, durch diese Bewegung, die der Ring in dem Mundstück macht, werden die Verbindungskanten immer schärfer und schärfer über die Jahre. Und ich habe tatsächlich auch hier in meinem Fundus Wassertrensen und eine Unterlegtrense ist das, die so scharf ist an der Stelle, wo der Ring durchläuft, dass das Pferd sich regelmäßig dort den Maulwinkel aufgeschnitten hat. Und man kann bis heute dort sich auch doch die Fingerhaut verletzen, wenn man es denn richtig macht. Da müsst ihr bitte unbedingt drauf acht geben. Wer eine Wassertrense nutzt, ich möchte dieses Seitenteil nicht empfehlen, aber das heißt nicht, dass das niemand tun sollte oder so, sondern das heißt nur, dass ich damit keine guten Erfahrungen gemacht habe. Wer eine Wassertrense nutzt, bitte guckt regelmäßig, wenn ihr sie 3, 4 Mal die Woche nutzt, was ja viele tun, bitte mindestens einmal im Monat nach, ob die Verbindung, also ob die Kanten am Maulwinkel anfangen scharf zu werden oder nicht. Wenn ja, weg damit bitte. Das lässt sich nicht korrigieren. Alle Mundstücke, die Kupfer enthalten, sind von der Legierung her, da gehe ich mal nachher nochmal genauer drauf ein, weicher als Edelstahl. Zum Beispiel oder Titan, das später wie gesagt. Das heißt, je mehr Kupfer das Mundstück enthält, desto leichter nutzt das auch ab. Also je dunkler golden das Mundstück ist, desto genauer müsst ihr diese Kanten, die so beweglich sind, bitte darauf acht geben, ob da sich was verändert negativ. Wir machen eine Wassertrense zu einer Olivenkopftrense, indem wir die Verbindung von dem Ring Mundstück
fixieren. Also, dass es nicht mehr durchlaufend ist, sondern nur noch starr. Also, dass es fixiert ist, dass es nur noch ein Scharnier ist und kein durchlaufender Ring. Dann und das Mundstück über den Ring des Seitenteils verläuft, dann reden wir über eine Olivenkopftrense. Das heißt, dort an der Stelle, wo das Mundwinkel die Trense berührt, haben wir hier keinerlei Bewegung, also auch nicht die Gefahr von Abnutzung, auch nicht die Gefahr von Einklemmen und so weiter und so fort. Das heißt, eine Olivenkopftrense ist eine schöne Sache für die Pferde, die gerne ans Gebiss gehen und die sonst mit dem Gebiss keine Schwierigkeiten haben. Die nehmen dieses Gebiss in der Regel sehr, sehr gut an, eignet sich hervorragend auch als Unterlegtrense. Also Olivenkopf, Daumen hoch, kann man empfehlen. Wie gesagt, ich persönlich nutze auch diese nicht, aber grundsätzlich ist das aus meiner Sicht einer Wassertrense vorzuziehen. Wenn wir nun die Seiten oder den Anfang des Ringes etwas verlängern, kommen wir zu einer D-Ring-Trense. Die ist nun nicht schwierig zu erkennen, von der Wirkung des Seitenteils nicht viel anders als die Olivenkopftrense. Wir haben hier noch etwas mehr Platz für den Maulwinkel, das heißt auch eine etwas größere, etwas bessere seitliche Führung. Da kommt zwar nichts gegen die Schenkeltrense an, aber eine D-Ring-Trense ist auch ein sehr schönes Gebiss. Auch hier haben wir in der Regel eine Erweiterung des Mundstücks. Das gibt es auch als bewegliches Teil direkt am Maulwinkel, genauso wie bei den Olivenkopftrensen auch. Aber dadurch, dass wir am Maul direkt eine kleine seitliche Führung haben, sozusagen einen kleinen Schenkel, kann man hier Pferde, die auch mal das Maul zur Seite ziehen oder mal aufs Gebiss beißen oder ähnliches, sehr, sehr gut mit korrigieren. Also auch die D-Ring-Trense, gute Trense. Dann haben wir hier die Schenkeltrense. Die Schenkeltrense ist im Endeffekt eine, also ich rede hier von dem linken, ne? Das rechte ist eine Fulmartrense, gehört aber zu den Schenkeltrensen. Das linke Bild zeigt die gängige Schenkeltrense. Hier ist also sozusagen die oben und unten eine D-Ring- oder Olivenkopftrense mit Schenkeln verlängert. Was dafür sorgt, dass ich für das Pferd eine Druckableitung auf die äußere Lade habe, also auf die Außenseite des Maulwinkels. Der Grund, warum ich diese Trensen unheimlich gerne nutze, ist genau dieser, dass ich eben Druck aus dem Maul nach außen ablenken kann. Wer sich mit Gebissen nicht so viel auseinandergesetzt hat oder manche Leute so reden hört, der könnte auf den ersten Blick denken, dass eine Schenkeltrense irgendwie massage aussieht oder ich habe sogar schon gehört, ich muss schon wieder den Kopf schütteln, ich habe schon gehört, die Schenkeltrense hätte eine Hebelwirkung. Das ist natürlich völliger Unsinn. Das Einzige, was wir haben, ist, dass wenn wir den rechten Zügel zum Beispiel annehmen, legt sich der linke Schenkel von außen an die Wange des Pferdes an den Maulwinkel, entschuldigt bitte, an den Maulwinkel des Pferdes an und hilft also, den Kopf von außen etwas besser zu führen. Diese Trense eignet sich ausgezeichnet gut für alle Pferde. Es gibt kein Pferd, also keine negativen Eigenschaften, die diese Schenkeltrense mit sich bringt. Wenn ich den Schenkel nicht einsetze durch einseitiges Annehmen, dann wirkt dieser äußere Schenkel entsprechend auch nicht. Das Einzige, was bei einer normalen Schenkeltrense passieren kann, ist, dass wenn das Pferd das Mundstück kaut, dass die Schenkel sich von außen bewegen.
Und während dieser Bewegung kann das vorkommen, dass der Schenkel sich entweder unter den Nasenriemen schiebt oder auch unter den Kappzaum. Das allerdings ist keine Dramatik. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber stören tut das die Pferde in der Regel nicht. Damit ist einfach der Schenkel dann für einen kurzen Moment fixiert und das stört die Pferde nicht weiter. Wie gesagt, mit meiner neu erfundenen Trense. Werbung, Hashtag Werbung, passiert das nicht mehr. Oder auch, wenn man einen Lederriemen einfügt, das zeige ich euch ganz zum Schluss, wie das aussieht, wenn dort ein Lederriemen an der Schenkeltrense angebracht ist. Die Fulmartrense hier auf der rechten Seite ist sozusagen eine Kombination aus Wassertrense und Schenkeltrense, allerdings so gebaut, dass der Schenkel, es ist ein Stück, das sieht hier nicht ganz so aus. Die Fulmartrense sehen immer so aus, aber es ist ein Guss, also ein Werkstück, das direkt am Mundstück befestigt ist, sodass es keinerlei Bewegung des Schenkels gibt von außen. Ihr seht auf der linken Seite, dass der Bereich des Schenkels und der Bereich des Mundstücks in dieser Scharnierbewegung sich zueinander bewegen. Das haben wir mit der Fulmartrense nicht. Dieser laufende Ring, der an der Fulmartrense dran ist, um dort Zügel und Backenstück anzubringen, hat ähnliche Wirkungen wie die normale Wassertrense und kann unruhig sein. Allerdings habe ich keinerlei negative Auswirkungen bisher gehabt durch diesen laufenden Ring hier bei der Fulmartrense, weil wir hier nicht das Problem mit dem Maulwinkel haben, was wir bei der Wassertrense aber haben. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingstrense. Die meisten, die mich in irgendeiner Form kennen, wissen, dass ich der ultimative Verfechter der Boucher-Trense bin. Wer sich damit genauer beschäftigen möchte, ich habe vor vielen Jahren ein Video dazu gemacht, das zum Glück, also ich freue mich da sehr darüber, durch die ganze Welt gegangen ist und ich deswegen es sowohl in Spanisch als auch in Englisch noch abgefilmt habe oder übersetzt habe, wo die Wirkung und die Funktion der Boucher-Trense nochmal genauer erläutert wird. Die Boucher-Trense hat keine Hebelwirkung. Bitte. Ich erkläre in dem Video genau, warum nicht oder aus welchem Grunde eine Hebelwirkung hier nicht entstehen kann. Tatsächlich ist die Boucher-Trense die Trense, die am allerwenigsten aufs Genick einwirkt. Alle anderen Trensen können das Backenstück bewegen. Die Boucher-Trense, wenn wir sie annehmen, kann das Backenstück nur heben. Das heißt, der obere Teil der Boucher-Trense kippt zwar nach vorne, wenn wir die Zügel nach hinten annehmen, aber sie kann das Genickstück nicht runterziehen, wenn ich die Zügel nach hinten annehme, weil ich in dem Moment, wo der Oberbaum nach vorne kippt, ich ja gleichzeitig den Trensenring nach hinten ziehe und damit im Endeffekt der Oberbaum an der gleichen Stelle bleibt wie das Trensenstück vorher war, also der Trensenring vorher war. Und damit das Ganze auch noch anhebe, was dazu führt, dass die Boucher-Trense stärker auf den Maulwinkel einwirkt und weniger auf den Unterkiefer als alle anderen Trensen. Damit hat es eine aufrichtende Wirkung, die Trense, eine stärker aufrichtende Wirkung als alle anderen Trensen, was dazu führt, dass ich viel leichter flexionieren kann, viel leichter also das Pferd zum Kauen bringen kann. Was mit der Boucher-Trense ein Problem ist sie permanent in einer deutlichen Anlehnung zu halten. Wenn ich also ein Reiten umsetze, das ein Nachgeben der Zügel nicht zulässt, was ich hoffe, dass keiner von euch das tut, dann würde ich permanent mein Pferd flexionieren und dafür sorgen, dass es nach und nach vermutlich nicht mehr an die Hand gehen möchte. Wenn ich die
Boucher-Trense allerdings in Paraden nutze, wie so wie jede Reitlehre, jede einzelne Reitlehre dieser Welt es eigentlich vorgibt, also das Paradenreiten, das Öffnen und Schließen meiner Hände also und das Kommunizieren meines Ringfingers mit der Pferdezunge praktiziere, dann ist die Boucher-Trense das ultimative Kommunikationsmittel, weil die Pferde viel, viel leichter auf den Maulwinkel reagieren als auf Zunge und Unterkiefer. Wobei natürlich die Boucher-Trense auch auf Unterkiefer und Zunge einwirkt, weil sie liegt nun mal genau dort. Aber bei deutlichem Zug nach hinten wirkt sie vermehrt auf den Maulwinkel und richtet damit die Pferde besser auf als andere Trensen. Ich habe hier andere Namen der Boucher-Trense noch dazu geschrieben. Ich glaube, das wissen auch ganz, ganz viele nicht, dass die Boucher-Trense viele, viele verschiedene Namen hat. Was mir die Logik, also ich habe das Verständnis so, dass diese Boucher-Trense nicht von Herrn François Boucher erfunden wurde. Ich weiß es aber nicht, muss ich gestehen. Da muss ich vielleicht auch nochmal nachforschen. Aber man nennt dieses Gebiss auch Filet oder Hängebacke oder Hängewange oder auch Behringtrense. Wobei es von der Behringtrense, wenn ihr das mal eingibt, da gibt es von Sprenger ein Gebiss, auch ein sehr, sehr schönes Gebiss. Leider gibt es nur doppelt gebrochen, aber es ist ein bisschen anders gebaut, hat aber genau die gleiche Wirkung wie eine Boucher-Trense. Also eine gute Alternative, wenn man keine Boucher-Trense nutzen möchte. Und dann möchte ich auf Hebelgebisse eingehen. Der einzige Grund, warum ein Gebiss zu einem Hebelgebiss wird, ist die Kette bzw. das Nutzen eines Riemens oder einer Kette um den Unterkiefer. Das macht einen Gegenhebel und verhindert, dass der Oberbaum sich anhebt und sorgt dafür, dass der Oberbaum nach unten angezogen wird, womit ich dann Zug auf das Backenstück nehme. Wenn ich keinen Gegenhebel an einem Gebiss drin habe, auch an einer Kandare, habe ich kein Hebelgebiss. Oberbaum und Unterbaum machen noch keinen Hebel. Ich habe, wenn ich Ober- und Unterbaum habe, also der Oberbaum, vielleicht einmal zur Erklärung, ist der Bereich an einem Gebiss, der vom Mundstück nach oben geht und der Unterbaum ist der Bereich am Gebiss, der vom Mundstück nach unten geht. Ganz kurz in die Mechanik eines Hebelgebisses. Bei einer Kandare, eine Kandare wird schärfer und wirkt stärker, je länger der Oberbaum und je kürzer der Unterbaum. Ich möchte das einmal kurz auf euch wirken lassen. Also eine Hebelverstärkung habe ich bei langem Oberbaum und kurzem Unterbaum. Also je länger der Oberbaum, desto stärker die Hebelwirkung und je kürzer der Unterbaum, desto stärker die Hebelwirkung. Ja. Ich verringere die Hebelwirkung, je kürzer der Oberbaum ist. Und je länger der Unterbaum ist. Ja? Also oben kurz, unten lang, starker Hebel. Es ist. Gott, entschuldigt bitte. Kurzer Oberbaum, langer Unterbaum ist also geringere Hebelwirkung. Langer Oberbaum, kurzer Unterbaum ist eine verstärkte Hebelwirkung. Wir sind wieder bei hochprofessionell und professionell. Sorry. Ja. Die Physik und Mechanik dahinter führt uns hier zu weit. Wer das genauer wissen möchte, einfach bei mir melden. Wir gehen nochmal genauer auf Hebelgebisse ein. Das Pelham ist sicherlich jedem bekannt. Ich gucke nochmal kurz auf mein Handy, ob irgendjemand irgendwas von mir wollte. Nein, sieht nicht so aus. Ich hoffe, die neue Folie ist da und heute schwuppt das alles wie verrückt.
Außer ich. Also, was macht ein Hebelgebissen zu einem Pelham? Das ist relativ einfach. Das Pelham wird zu einem Pelham, wenn am Seitenteil auf Höhe des Mundstückes ein Ring, ein extra Ring angebracht ist. Schon wird die Kandare zu einem Pelham. Das Mundstück macht ein Hebelgebiss nicht zu einem Pelham. Ja, viele glauben, dass ein Pelham ein Pelham wird, in dem Moment, wo das Mundstück ein gebrochenes Mundstück ist. Das ist nicht richtig. Das Pelham ist ein Pelham, weil ich es, das eine Gebiss vierzügig reiten kann. Und dazu bin ich in der Lage, wenn dieser Ring auf Höhe des Mundstückes angebracht ist. Die Idee war für das Pelham, sich im Endeffekt Kandare Unterlegtrense zu sparen. Das funktioniert leider nicht. Ein Pelham oder jede Art von Hebelgebiss als gebrochenes Mundstück zu nutzen, ist für mich tierschutzwidrig, weil man mit seiner Hand nicht so fein einwirken kann mit einem Hebelgebiss, dass man die Zunge reell fühlen kann. Und wenn man das nicht kann, dann passiert es mit einem Hebelgebiss leider sehr schnell, dass man die Zunge einquetscht. Gerade mit einem doppelt gebrochenen Gebiss. Wie das zustande kommt, zeige ich euch etwas später. Warum das doppelt gebrochene Gebiss nicht so schön ist für die Pferde und auch für die Pferdezunge gerade. Wenn ich dazu auch noch einen Hebel ansetze, verstärke ich natürlich die Wirkung, die negative Wirkung auf Unterkiefer und Zunge. Wenn ich ein Pelham nutze, bitte als Stange. Das ist das Einzige, was sinnvoll ist. Und dann bitte auch nicht mit Pelham-Riemen, sondern mit vier Zügeln. Die Pelham-Riemen sind reine Faulheit oder Unfähigkeit der Leute, mit vier Zügeln zu reiten. Wer nicht mit vier Zügeln reiten kann, sollte bitte auch nicht mit einem Hebelgebiss reiten. Weder mit einem Pelham noch mit einer Kandare. Ich muss, wenn ich Hebelgebisse nutzen möchte, bei einem Pferd zügelunabhängig reiten können, weil man viel zu viel Einwirkungen, mechanische Einwirkungen auf den Unterkiefer hat, mit einem Hebelgebiss, dass man sich manchmal gar nicht vorstellen kann. Also wer sich mal den Spaß machen möchte, um sich das anzufühlen selber, der schnallt sich so ein Hebelgebiss einfach mal um das Schienbein und lässt von jemand Fremdem oder von jemand anderem hinten die Zügel annehmen, um selber einmal fühlen zu können, wie groß die Einwirkung des Mundstücks auf die Zunge ist. Und das selber testen am Schienbein. Viel Spaß dabei. Ich habe das mehrfach machen müssen bei meinen Ausbildern. Ist nicht so lustig, gerade wenn man mal überlegt, dass der ein oder andere Reiter auch manchmal auf die dumme Idee kommt, an so einem Pelham zu reißen oder an einer Kandare zu reißen oder wirklich deutlich einzuwirken, nur weil der Gaul gerade nicht das tut, was er tun soll. Man kann mit so einem Gebiss tatsächlich Unterkiefer verletzen, Zungen verletzen, Lefzen verletzen. Ich habe noch nicht erlebt, dass ein Kiefer gebrochen war. Das ist grundsätzlich auch möglich, allerdings ist die Einwirkung dann doch schon, muss die schon deutlich massiver sein als nur ein Rucken. Was aber regelmäßig passiert, was ich immer wieder sehe bei den Pferden, sind Haarrisse im Unterkiefer von der Kette. Also bitte geht respektvoll mit Hebelgebissen um. Die Kandare, ihr seht, der einzige Unterschied zum Pelham ist am Seitenteil hier dieser fehlende Ring auf Höhe des Mundstückes. Ist damit also eine Kandare und kein Mundstück, eine sogenannte Babykandare. Ich habe jetzt, das glaube ich schon das dritte Mal, dass ich sie habe. Ich finde dieses Foto einfach ganz hübsch, ein hübsches Gebiss. Wenn auch mit einer blöden Zunge in Freiheit, die ich niemandem empfehlen möchte. Aber wie gesagt, die Kandare hat nur eine Möglichkeit, den Zügel einzuhängen und einen Oberbaum mit Kette. Die Springkandare oder das Kimble-Wick. Das habe ich hier mit reingenommen, weil die Springkandare
auch ein schönes Gebiss ist. Im Endeffekt ist das nichts anderes als eine Boucher-Trense. Und hier ist auch das Mundstück wieder uninteressant. Es gibt das Kimmelwick auch als Stange oder als gebrochen, einfach gebrochen, doppelt gebrochen. Und den ganzen Schnickwick gibt es alles Mögliche zu finden. Wie gesagt, die Menschen produzieren solche Gebisse, alle Gebisse in allen möglichen Varianten. Im Endeffekt, wenn ich die Kette wegnehme, habe ich eine Boucher-Trense. Packe ich die Kette wieder ran, habe ich eine Boucher-Trense mit Hebelwirkung. Im Umkehrschluss heißt es, ich kann natürlich an einer Boucher-Trense eine Kette anbringen und daraus dann ein Hebelgebiss, ein Kimblewick machen. Ich möchte das nicht empfehlen, wie gesagt. Die Boucher-Trense hat ohne Kette eine wunderbare Wirkung, aber ich möchte, dass die Mechanik dahinter ein bisschen Logik findet. Wie gesagt, das Kimblewick ist eine schöne Kandare, also ein schönes Gebiss. Im Endeffekt, auch wenn man nicht diese Durchlässe, ihr seht es sicherlich, an den Trensenringen nutzt, also gerade den unteren nicht, dann habe ich noch nicht mal eine große Hebelwirkung, sondern wenn ich diese Durchlässe nicht nutze, habe ich ein relativ sanftes Pelham. Ich habe hier also einen kurzen Oberbaum und entweder gar keinen Unterbaum sozusagen oder nur einen kleinen Unterbaum, kann es als Pelham nutzen oder eben als relativ harmlose Kandare. Ein Gebiss, was sehr schön zu reiten ist. Also das wiederum kann ich empfehlen, wenn man denn ein kleines Pelham wünscht und nicht so ein riesengroßes mit vier Zügeln. Also das lässt sich wunderbar hier auch mit einem Zügelpaar nutzen. Ich möchte ganz kurz auf die Island-Kandare eingehen. Die meisten Island-Reiter wissen, dass es zu diesem Gebiss sehr viele, sehr, sehr, sehr heftige Diskussionen gab. Und das zu Recht. Diese Kandare ist wirklich von tierquälerischer Seite kaum zu überbieten. Wir haben hier zwar einen kleinen Oberbaum und einen großen Unterbaum, was von der Hebelwirkung theoretisch gering ist. Allerdings, wenn ich hier die Kette dran mache und die Island-Kandaren haben tatsächlich meistens auch ein gebrochenes Mundstück, was, wie schon erwähnt, bei Zug nach hinten den Unterkiefer einklemmt. Ich habe hier aber weitere Probleme. Ich kann mit einer Kandare schlecht bis gar nicht Stellung und Biegung reiten. Ich kann damit nur gerade ausschütteln. Ja, das wollen viele Island-Reiter, das ist mir völlig klar. Damit bildet sich aber schwierig aus. Und ich bringe dem Pferd im Endeffekt nur bei, massiv gegen das Gebiss zu laufen und den Kopf so hoch zu nehmen wie möglich. Weil es der einzige Weg ist, von der Island-Kandare den Druck aus dem Unterkiefer rauszunehmen. Also wenn die Island-Kandare nach hinten gepullt wird, der Zug also stärker wird auf der Kette, dann heben die Pferde in der Regel ihren Kopf an, anstatt das, was eine Kandare normalerweise tun soll, ist diese abrichtende Wirkung, also die beizäumende Wirkung zu haben, sondern die Pferde lernen dagegen anzugehen, den Kopf hochzuziehen, sich festzumachen und drauf zu beißen. Und damit gibt es besonders schöne Gänge, schön in Anführungszeichen, aber das ist wirklich keine freundliche Art der Ausbildung. Und ihr seht hier, dass die Kette im Oberbaum auch noch beweglich ist. Das heißt, die Höhe des Oberbaums variiert je nachdem, wie stark am Unterbaum gezogen wird. Also eine feine Einwirkung ist mit dieser Kandare nicht möglich und eine feine Kommunikation auch nicht. Also wer ein strampelndes Pferd haben möchte, das funktioniert ganz gut mit dieser Kandare. Deswegen ist die im Islandsport so beliebt, weil gerne auf Turnieren, leider Gottes, das ist im Dressursport nicht anders, das Vorderbeinheben lieber gesehen wird als ein lockerer, schwingender Rücken. Das ist mit dieser Kandare einfacher zu erreichen als mit anderen Gebissen. Die Pumpkandare
Hier ist übrigens der französische Bogen, den ich vorhin angesprochen habe. Die Pumpkandare ist ein ganz interessantes Gebiss, deswegen habe ich das hier mit reingenommen. Ihr seht, dass das Mundstück am Seitenteil so angebracht ist, dass es etwas Spiel hat. Das heißt, wenn das Pferd mit der Zunge das Mundstück anhebt nach oben Richtung Oberbaum, dann verringert sich damit die Hebelwirkung. Und wenn es das wieder loslässt, dann verstärkt sie sich. Manche Pferde mögen diese Pumpkandaren sehr, sehr gerne, weil sie gerne mit dem Mundstück hoch und runter spielen. Also, dass sie das gerne an diesem, deswegen heißt es Pumpkandare, weil sie am Seitenteil das Mundstück hoch und runter pumpen können, sozusagen. Die können sich das also höher nehmen zwischen die Backenzähne oder es wieder runterlassen und es wieder mit der Zunge tragen. Kann ich für manche Pferde empfehlen, wenn sie mit anderen Kandaren Probleme haben, nehmen viele Pferde die Pumpkandare tatsächlich gerne an. Auch die Pumpkandare gibt es in allen Varianten. Die gibt es als Kimblewick, die gibt es als Pelham, die gibt es nicht als Isankandare, aber tatsächlich auch als große und kleine Babykandare und so weiter und so fort. Also Pumpkandaren können einem Pferd gut gefallen, möglicherweise. So, nächste Folie. Ich gucke wieder nach euren Fragen. Keine Fragen. Ach, ihr lasst euch so schön voll labern. Das ist großartig. Falls überhaupt noch jemand da ist. Vielleicht habe ich euch auch schon weggekrault. Das ist einfach so langweilig. Also, Legierung. Jetzt wird es wirklich langweilig. Aber wichtig. Legierung, was bedeutet das? Eine Legierung ist nichts weiter als eine Mischung verschiedener Metalle. Keine nächste Folie. Okay, ich mache das nochmal. Hebegebisse. Legierung. Ich werde einen Schluck trinken, in der Hoffnung, dass jetzt die neue Folie kommt. Danke, Jacqueline, für die schnelle Info. Nö, das gibt's doch nicht. Dann warten wir noch einen kleinen Moment. Immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Verdammtes Internet. Das gibt's doch gar nicht. Die neu zu starten. Ah, jetzt. Gut, okay. Sehr schön. Legierungen. Viele Leute sind der Meinung, dass Edelstahl nickelfrei wäre. Jedes Mal geht mir die Hutschnur hoch, aber auch nur, weil ich weiß es besser. Wenn man einen Metallbauer fragt nach Edelstahl, dann wird er den Namen Chrom-Nickel-Stahl in den Mund nehmen, weil Chrom und Nickel die beiden Elemente sind, die in erster Linie in Edelstahl verarbeitet sind. Umkehrschluss, natürlich hat jede Edelstahllegierung, jede Edelstahllegierung Nickel enthalten. Jede, weil Nickel ist nichts weiter als Chrom-Nickel-Stahl. Natürlich ist auch Eisen dabei und so weiter und so fort. Wer sich für die genaueren Werte der Legierung interessiert, ich habe mir tatsächlich vor vielen Jahren mal die Mühe gemacht, die einzelnen Legierungen aufzudröseln mit den verschiedenen Mischverhältnissen der einzelnen Metalle. Das findet ihr auf meiner Internetseite klassische Reitausbildung Ilka Steen. .de mit Minuszeichen jeweils zwischen jedem Wort unter dem Punkt Allgemeinwissen für jedermann. Dort habe ich den Punkt Gebisskunde irgendwann mal begonnen. Ich glaube, ich habe es noch nicht beendet, das tut mir sehr leid. Dort findet ihr die genaueren Zusammensetzungen dieser Metalle. Also Edelstahl, muss ich auch noch etwas zu sagen.
Es gibt sehr günstige Edelstahlgebisse. Bitte tut euch selber den Gefallen und kauft euch keine günstigen Edelstahlgebisse. Leider Gottes gibt es Hersteller, die nicht viel Acht darauf geben, wo das Edelstahl herkommt. Und es gibt Pferdegebisse und auch andere Dinge, aber auch Pferdegebisse, die zum Beispiel aus abgefrackten alten Schiffen gebaut werden. Und dass da nicht nur Edelstahl drin ist, kann jeder sich vorstellen. Und ich möchte sowas bitte nicht an meinem Pferd haben. Gute Edelstahlgebisse sind nicht wesentlich günstiger als andere Gebisse. Es lohnt sich tatsächlich, bei Gebissen etwas Geld auszugeben. Jetzt kommt es zum lustigen Problem zwischen Argentan und Aurigan. Unterm Strich ist das gar nicht so schwer zu unterscheiden. Ich werde zuerst auf Argentan eingehen. Argentan ist das Metall, aus dem mit Sicherheit nahezu alle eure, wie heißt denn das? Messer und Gabeln. Besteck, so heißt es. Aus Argentan wird in der Regel Besteck gemacht und dann mit einer rostfreien Beschichtung beschichtet. Aber die Grundlage eurer Bestecke ist in der Regel oder auch von vielem Schmuck, also von vielem unechtem Schmuck, ist Argentan, deutsches Silber. Deutsches Silber enthält auch Kupfer. Das Problem an Argentan ist, dass es keine, genau wie bei Edelstahl, gibt es keine Vorgabe, wie die Mischverhältnisse der verschiedenen Metalle sein sollen. In Argentan findet man immer Eisen und Kupfer, aber auch Nickel. Also Argentan ist definitiv nickelhaltig und definitiv kupferhaltig. Es kann aber auch viele, viele andere Metalle enthalten und hat mit einem reinen Metall nichts zu tun. Wie gesagt, es gibt keine Vorgaben, wie Argentan zusammengesetzt sein soll. Argentan hat wie alle Kupferverbindungen, ist das für die Pferde interessant, weil Kupfer nun mal süßlich schmeckt und entsprechend angenehm ist für die Pferde im Maul. Ja, hier fällt mir auch gerade auf, ich habe ein noch häufiger gebrochenes Gebiss hier gefunden gehabt aus Argentan. Zufällig, also wir haben hier 1, 2, 3, 4 Brüche im. Sehe ich das richtig? Ja. In diesem Gebiss und ihr seht schon, damit wird es nichts weiter als eine Kette. Und wie Ketten in einem Pferdemaul wirken, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Und je häufiger so ein Gebiss gebrochen ist, desto mehr Kette wird es. Aber wir wollen hier weiter über die Legierung sprechen. Also Argentan enthält immer Nickel. Wie unterscheide ich Argentan und Aurigan? Super einfach, weil Aurigan ist eine Eigenmarke von Sprenger. Ja? Und auf Aurigan-Gebissen steht in 90% der Fälle entweder Sprenger und/oder Aurigan drauf. Also Aurigan-Gebisse zu erkennen ist entsprechend gar nicht so schwierig. Warum Sprenger auf die unfassbar nicht so schlaue Idee gekommen ist, eine wirklich gute Legierung, eine nickelfreie Legierung rauszubringen, schon vor vielen, 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 vielen Jahrzehnten. Aurigan gibt es schon sehr, sehr lange und Sprenger hat dort wirklich eine super gute Idee gehabt. Warum sie das so ähnlich nennen, also den Namen Aurigan wählen, das so schnell mit Argentan verwechselt wird, kann ich nicht verstehen. Sie haben aber dazu gelernt und sie haben, ich muss lügen, ich glaube, zwei oder drei neue Legierungen rausgebracht. Unter anderem, was vielen bekannt sein wird, gab es vor einigen Jahren oder seit einigen Jahren gibt es das Sensogarn. Auch das Sensogarn ist sehr, sehr, sehr leicht erkennbar. Es hat immer diesen schwarzen Punkt und das Dreieck auf der Seite aufgedruckt. Immer. Ja, also Sensogarn ist recht leicht zu erkennen. Wer sich auch, wie gesagt, auch wer sich dafür interessiert, findet ihr die Zusammensetzung auf meiner Homepage.
Sprenger ist, wie ihr wisst, relativ teuer von den Gebissen, aber sie sind einfach gut von der Verarbeitung und wirklich gut in den Legierungen. Und ich kann Sprenger definitiv empfehlen. Auch ja, ich arbeite mit Stübben zusammen. Auch Stübben hat wundervolle Gebisse, aber auch Sprenger kann ich als Hersteller nur empfehlen. Nur sind andere Hersteller natürlich nicht dumm und haben auch nickelfreie Legierungen rausgebracht. Kaugarn bekommt man zum Beispiel von Busse. Sorry, nicht mein Tag heute. Kaugarn ist eine Eigenmarke von Busse. Busse schreibt weder Busse auf die Gebisse noch Kaugarn. Da kann man sich wirklich nur sicher sein, Kaugarn zu bekommen, wenn man sie neu kauft. Ist relativ günstig und ihr seht schon, ich gehe nochmal zurück. Aurigarn ist relativ golden, was daran liegt, dass relativ viel Kupfer enthalten ist und in der Zusammensetzung, wie gesagt, die ihr auf meiner Internetseite findet oder natürlich auch bei Sprenger direkt, keine Frage, entsteht dann dieses schicke Goldglänzen. Sensogarn enthält mehr Zink, wenn mich nicht alles täuscht, und ist deswegen ein wenig heller Gold. Kaugarn enthält nicht ganz so viel Kupferanteil, aber auch eine andere Prozentzahl der anderen Metalle und wirkt deswegen fast ein bisschen hauchrosa. Also wenn man es in der Hand hat, sieht man es etwas besser. Und dann haben wir hier noch Waldhausen, also die Firma Feeling, die das Cyprium als nickelfreie Legierung rausgebracht hat. Auf den Cypriumgebissen steht zum Glück zumindest Cyprium drauf. Allerdings ist das nur drauf gelasert, ähnlich wie bei Stübben, das auch nur gelasert ist. Also wenn das eine Zeit lang vom Pferd benutzt wurde, dann verschwindet diese Laserung leider Gottes irgendwann. Sprenger macht das dort immer noch am besten und hat dort einen Stempel auf dem Mundstück drauf, das nicht abgearbeitet werden kann. Also das verwischt manchmal so ein bisschen über die Jahre, aber Aurigarn tatsächlich und Sprenger kann man meistens auf den Gebissen drauf lesen. Und wie gesagt, bei Sensogarn haben wir da gar kein Thema mit, weil das Seitenteil dort gestempelt ist. Natürlich gibt es auch viele, viele andere Hersteller, die nickelfreie Legierungen entwickelt haben. Aber die können wir hier nicht alle aufzählen. Das, was wichtig ist, ist zu wissen, dass Edelstahl und Argentan immer Nickel enthält und nickelfreie Legierungen immer Eigenmarken sind der einzelnen Hersteller. Eines meiner allerliebsten Materialien ist Titan. Titan ist ein Metall, das besonders also stoßfest ist und sehr schlecht bis gar nicht zerkratzt werden kann. Wir wissen, dass Titan, also das ist allseits bekannt, dass Titan eine hohe Festigkeit bei geringem Gewicht hat. Das macht es so interessant für die Pferde, weil ich hier ein sehr, sehr gutes Material, also ein Material, das antiallergisch wirkt, ähnlich wie das auch Kupfer tut übrigens, das vollkommen antiallergen ist, also es gibt keine allergieauslösenden Stoffe im Titan, und es ist leicht und wenn man Titan mal in der Hand hatte, es fühlt sich fast ein bisschen warm und weich an. Das ist natürlich Blödsinn, es ist weder warm noch weich, aber dadurch, dass man das Gefühl hat, also im Endeffekt wäre gefühlt ein Titanstift in der Größe eines Stiftes, wie ich ihn in der Hand habe, ähnlich schwer wie dieses Plastikstück und würde sich auch tatsächlich ähnlich anfühlen. Es wird auch schneller, also es passt sich schneller der Körpertemperatur der Pferde an als alle anderen Metalle und wird entsprechend unwahrscheinlich gern von den Pferden angenommen. Titan verwende ich selber am allerliebsten bei meinem Fabian. Für die ganz kleinen Zwerge gibt es nichts aus Titan. Niemand baut in 9 cm Shetland Pony Gebisslein. Noch nicht. Aber vielleicht kommt das ja noch.
Das Problem an Titan ist, dass es nur unter einer Schutzatmosphäre verarbeitet werden kann. Das heißt, ich kann das nicht so dengeln und schweißen und so weiter und so fort, wie das mit allen anderen Metallen möglich ist. Deshalb gibt es nur wenige Hersteller von Titangebissen. Das ist tatsächlich kompliziert und umständlich. Das unter anderem und auch, dass es nicht so viel Material tatsächlich gibt wie von den anderen Metallen, macht Titangebisse leider Gottes teuer. Sehr teuer. Also das, die Boucher-Trense, für die ich, also die, ich habe von Lorenzini für Fabian eine Volltitan-Boucher-Trense gekauft vor einiger Zeit. Sie hat mich 200 verdammte Euro gekostet, sogar mehr als 200. Aber es hat sich insofern gelohnt. Ich werde dieses Gebiss sicherlich bis ans Ende meiner Tage nutzen können. Und Fabian liebt es über alles. Er wird sauer, wenn ich ihm alles andere reinpacke, auch mein eigenes Gebiss. Er nimmt es, aber er möchte lieber sein Lorenzini-Gebiss haben. Er ist ein bisschen eigen. Aber gut, sei es ihm gewährt. Wie gesagt, Lorenzini ist ein Hersteller aus Italien, den ihr, also Lorenzini kauft ihr problemlos beim Online-Shop Procavallo. Oder hat, das stimmt gar nicht. Ich glaube, die haben das gar nicht mehr. Tibbetts hat auf jeden Fall Procavallo. Also Tibbetts ist ein anderer Hersteller, der Titangebisse herstellt. Das ist ein deutscher Hersteller, der, meine ich, sogar hier in Norddeutschland produziert. Das Interessante an den Tibbetts-Gebissen ist, dass die ein Titan-Mundstück hat und Edelstahl-Seitenteile. Dadurch sind sie etwas schwerer als die Lorenzini-Volltitan-Gebisse, aber ich habe für das Pferd die gleichen Vorteile im Maulstück selber, bin ich also allergiefrei und antibakteriell und es ist leicht und so weiter und so fort. Also das Mundstück ist leicht zu tragen und es ist etwas günstiger dadurch, dass die Seitenteile geschweißt werden können, ganz normal. Also Tibbetts bekommt ihr auf jeden Fall bei Procavallo. Ich muss mich entschuldigen, ich bin mir inzwischen, nachdem ich jetzt 3 Minuten gelabert habe, recht sicher, dass Procavallo Lorenzini nicht mehr führt. Dennoch ist Lorenzini auch ein guter Hersteller, der sehr schöne Gebisse produziert, die sich lohnen. Tibbetts stellt die Titangebisse witzigerweise auch in bunt, matt und hochglänzend her. Also bunt tatsächlich Regenbogenfarben und hat verschiedene Mundstücke und verschiedene Größen der Mundstücke. Also wer sich für Titangebisse interessiert, ich empfehle euch den Online-Shop von Procavallo. Ich wechsle wieder die Folie und schaue, ob ihr mitgekommen seid. Und werde noch mal trinken. Ich habe nämlich schon wieder die Zunge am Gaumen kleben. Ja, sehr gut. Perfekt. Folie ist weitergegangen. Also, wie passe ich mein Gebiss an das Maul meines Pferdes an? Im Normalfall ist es so, dass ich die Gebisslänge von Maulwinkel zu Maulwinkel messe. Es gibt Hersteller, wie zum Beispiel Tibbetts, die von Lochmitte zu Lochmitte messen. Das ist ziemlich fies, aber vielleicht ist euch das auch schon passiert, dass ihr seit 10 Jahren immer 13,5er Gebisse nutzt und nun kauft ihr ein 13,5er Gebiss und es ist einfach einen ganzen Zentimeter zu groß und ihr denkt zu mir, ihr seid doch nicht blöd, ihr seid doch bekloppt, was soll denn das? Dann habt ihr wahrscheinlich ausnahmsweise einen Hersteller erwischt, der von Lochmitte zu Lochmitte misst. Was der Scheiß soll, dass die Hersteller sich nicht darauf einigen können, von wo bis wo man misst. Keine Ahnung. Ich finde es auch totalen Schwachsinn, muss ich gestehen, von Lochmitte zu Lochmitte zu messen. Wie soll ich das denn in meinem Pferd ausmessen, wie das von Lochmitte zu Lochmitte sein soll? Für mich ist nur das Messen von Maulwinkel zu Maulwinkel logisch. Aber nun gut, das werden wir nicht ändern können. Das muss man aber wissen. Die Gebissdicke wählt man an der Dicke des Maulwinkels aus. Das heißt, es gibt Gebisse, wie das von mein schönes Gebiss von Stübben zum Beispiel auch, das im
Mittelteil dünner ist als am Seitenteil. Und davon gibt es sehr, sehr viele Gebisse, weil bei den meisten Pferden der Maulwinkel selber etwas fleischiger ist. Das werden wir gleich nochmal sehen. Ich habe gleich noch Fotos von Pferden mit geöffnetem Maul und Gebiss. Da werdet ihr sehen, dass das Maul am Maulwinkel, anders als man sich das immer vorstellt, nicht so eine gerade Kante ist, sondern das ist tatsächlich ein ziemlicher Lappen dort. Und entsprechend sind die Gebisse in der Regel so gebaut, dass sie am Maulwinkel etwas breiter sind als in der Mitte des Gebisses. Gibt es auch anders natürlich, aber die Definition des Dickes, der Dicke des Mundstückes wird, ist immer das Seitenteil, also der Maulwinkel. Entschuldigung. Dann muss ich die Art des Mundstücks auswählen und die Art des Seitenteils. Ich hoffe, dass ich zur Mechanik des Seitenteils schon einiges gesagt habe. Wenn dazu noch Fragen sind, auch dazu bitte gerne jederzeit melden. Die Art des Mundstückes werden wir gleich besprechen, aber ich muss dazu sagen, für Art des Mundstücks und Art des Seitenteils gilt beides. Es gibt nicht das Gebiss für ein Pferd. Es gibt nicht das einzig wahre Gebiss. Es existiert nicht. Es gibt Pferde, die mögen doppelt gebrochene Gebisse lieber oder Stangengebisse oder einfach gebrochen oder dick oder dünn oder hohl oder schwer oder weiß der Geier. Wenn man noch so viel Logik da reinsetzt und die Anatomie des Pferdes genau anschaut und sagt, okay, ich habe eine fleischige Zunge, das heißt, mein Pferd hat weniger Platz im Maul und braucht eher ein dünnes Gebiss, ist aber eine starke Zunge, deswegen brauche ich ein schweres, massives Gebiss und ich hätte gerne ein einfach gebrochenes, weil da die Zunge beim Annehmen frei liegt und ich nicht so eine starke Einwirkung auf die Unterkieferäste habe. Und das Pferd nimmt das ins Maul und lässt sich damit einfach nicht reiten und reißt das Maul auf und will es nicht und ist widersetzlich und so weiter und so fort. Dann ist es das falsche Gebiss. Und wenn es dann genau das Gegenteil, also ein ganz, ganz dickes Gebiss, hohl, möglichst leicht und weiß der Geier, mit einem Hebel, nee, das gilt nicht. Auf Hebelgebisse regeln gehen sie immer erstmal ein bisschen freundlicher. Aber mit irgendeinem anderen Seitenteil, zum Beispiel einem Wassertrensenseitenteil, wunderbar reagieren, dann ist es so. Dann möchte es nun mal das Seitenteil mit der Wassertrensenfunktion haben und das andere Mundstück. Also die individuellen Bedürfnisse des Pferdes sind bei der Wahl des Gebisses natürlich ausschlaggebend Nummer eins. Ich kann euch hier heute nur die Physik und die Mechanik erklären, die hinter so einem Gebiss steht und wie die Anatomie mit dem Mundstück zusammenspielt und mit dem Seitenteil. Wenn eure Pferde aber trotzdem sagen, die Alte kann labern, was sie will, ich nehme das trotzdem nicht, dann ist das so. Das Pferd hat recht, nicht ich. Okay? So, wir müssen kurz auf die Schädelanatomie eingehen. Ich bin wieder eine Folie weiter, also checke ich kurz. Ja, danke. Perfekt. Also, die Schädelanatomie. Oben rechts, das Kiefergelenk, ist unbedingt zu bedenken für die Trense, wenn wir sie drauflegen. Da werde ich aber nochmal ein eigenes Webinar machen. Immer wenn ich Webinare vorbereite, fallen mir tausend neue Themen ein, zu denen ich Webinare halten muss. Okay. Also, wir werden damit niemals fertig werden, wenn ich das so richtig sehe. Uns gehen die Themen nicht aus. Dann grün, die Lage des Nasenriemens. Bitte unterm Jochbein. Ihr seht kurz über dem Jochbein dieses Loch, das ist ein Nervenausgang. Und was für uns jetzt für das Gebiss wichtig ist, ist der orangene Streifen, der Abstand zwischen Ober- und Unterkiefer. An der Gebisslage natürlich. Das ist tatsächlich von Pferd zu Pferd ganz unterschiedlich. Das müsst ihr nachgucken, wie viel Platz dort ist. Es gibt tatsächlich Pferde, bei denen die Oberkiefer und Unterkiefer so gebaut ist, dass kaum Platz zwischen Ober- und Unterkiefer ist. Das ist zwar selten, aber das gibt es. Also bitte guckt immer in eure Pferdemäuler hinein. Also Schädelanatomie, der Unterkiefer. Ich hoffe, ich schocke jetzt hier gerade niemanden allzu sehr. Das hier ist meine Bärbel.
Ich habe hier die Gebisse nur eben so hingehängt und ich hoffe, ihr könnt jetzt einmal sehen, warum ich etwas gegen doppelt gebrochene Gebisse habe. Natürlich hat ein lebendes Pferd Lefzen, eine Zunge und Maulwinkel und es spielt mit dem Gebiss herum. Das hängt da natürlich nicht einfach so blöd ab. Aber wenn das Pferd die Zunge in den Unterkiefer legt, und das können Sie tun, sehr wohl, dann habe ich ein doppelt gebrochenes Gebiss so blöd auf den Unterkieferästen liegen, dass ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich ziehe massiv an beiden Zügeln, weil das Pferd rennt auf eine Bundesstraße zu, dann blockiere ich ihm, also dann drücke ich so den mittleren Teil des doppelt gebrochenen Gebisses auf den Unterkiefer, dass die Gelenke des doppelt gebrochenen Gebisses direkt auf dem Unterkieferast zu liegen kommen und dort den Druck ausüben. Und selbst wenn dort die Zunge noch drunter liegt, kann ich als Mensch natürlich die Zunge so weit runterdrücken, über Kraft, dass ich trotzdem dort eine Zunge ist, wenn das Pferd lebt und über dem Unterkieferast natürlich auch eine ganz dünne Haut liegt. Ich trotzdem so massivsten Druck direkt auf die Unterkieferäste bringen kann. Nein, bringe. Also wenn ich doll dran ziehe, dann tue ich das, ob ich das will oder nicht. Ich hoffe, das kann man erkennen. Jetzt kann man natürlich sagen, ach, was labert die denn? Das ist ja irgendwie ein Shetland-Pony, was sie da zeigt. Nein, das ist tatsächlich ein Schädel von einem ausgewachsenen großen Warmblüter. Es ist okay, wenn ihr mir das nicht glaubt. Das Einfachste ist, wenn ihr eure großen Warmblüter nehmt, die Gebisse dort hineinlegt und dann einfach mal mit dem Finger nachfühlt, wo die Unterkieferäste liegen, wenn ihr mir denn nicht glauben wollen würdet. Und vielleicht auch, wenn ihr mir glaubt, tut das doch einfach mal und grapscht einfach mal in das Maul eurer Pferde hinein. Es kann sein, dass sie das ein bisschen doof finden. Aber es ist schon sehr interessant, das zu fühlen, weil tatsächlich es so ist, dass die doppelt gebrochenen Gebisse ganz exakt so im Pferdemaul liegen und genau so auch liegen sollen. Und genau das finde ich grauselig. Das möchte ich bitte auf gar keinen Fall bei meinem Pferd haben. Das, was ich mit einem doppelt gebrochenen Gebiss immer mache, wenn ich es nach hinten anziehe, ist die Zunge, solange sie dann noch unter dem Gebiss war, zwischen den Unterkieferästen zu fixieren, wenn ich es deutlich benutze. Wenn ich hier kurz an den Durchlass der Wassertrense schaut, auf der rechten Seite könnt ihr auch sehen, dass er stark ausgeschlagen und scharfkantig ist. Deswegen befindet sich dieses Gebiss natürlich in meinem Fundus und nicht mehr an irgendeinem Pferd oder sowieso ewig schon nicht an einem Pferd. Aber hier kann man vielleicht sehen, dass das so ein bisschen ausgeschlagen ist, was ich vorhin erzählte. Das einfach gebrochene Gebiss, seht ihr, liegt natürlich auch auf den Unterkieferästen auf. Wenn ich es aber nach hinten annehme, dann stellt sich der mittlere Teil ein wenig auf, sodass das Pferd ganz problemlos darunter die Zunge noch bewegen kann und die einzelnen, also die Seiten des einfach gebrochenen Gebisses legen sich an die flache Seite des Unterkiefers an. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen erkennen. Das ist tatsächlich in der Praxis sehr viel einfacher zu erklären und zu sehen. Aber ich glaube, es kann sich jeder vorstellen, was mit dem Gebiss passiert, wenn ich beide Zügel nach hinten ziehe. Das, worüber man sich definitiv keine Sorgen machen muss, ist, dass das Aufstellen des mittleren Teils der einfach gebrochenen Trense in den Gaumen pieken könnte, weil ich die Zügel ja nach hinten annehme und das Gebiss entsprechend in die Zunge hineindrücken würde und nicht nach oben zum Richtung Gaumen schieben kann mit einem normalen Zügel. Es wird mir nicht gelingen, das einfach gebrochene Gebiss in den Gaumen drücken zu können. Es geht nicht.
ist totaler Unsinn. Das werde ich aber gleich nochmal ganz kurz erläutern. Hier dieses gleiche lustige Thema, Zungenfreiheit. Mit der Zungenfreiheit liege ich wieder und ich habe hier natürlich das am schlimmsten, also das am deutlichsten demonstrierende Gebiss genommen, um das zu fotografieren. Ihr seht, was passiert mit einer Zungenfreiheit. Es liegt nämlich genau direkt auf den Unterkieferästen auf und das Pferd hat absolut überhaupt keine Chance, dieses Gebiss von dem Unterkiefer mit der Zunge anzuheben, weil dort, genau dort ist nun mal diese bescheuerte Zungenfreiheit. Und wenn diese Kandare mit Zungenfreiheit angenommen wird nach hinten, dann drehe ich das Mundstück, also die Stange, direkt auf den Unterkieferästen. Noch viel schlimmer, wenn ich so ein Stangengebiss hier einseitig annehme, dann kann es sogar sein, dass ich mit der Zungenfreiheit einen der Unterkieferäste richtig einquetsche, also einen darüber lege und dem Pferd richtig, richtig, richtig Schmerzen zufüge. Also nicht schön. Hier habe ich nochmal mein Gebiss gezeigt von der Seite. Also bitte, diese Ringe sind für die Backenstücke gedacht. Ja? Und so kommt dann ungefähr der Schenkel zu liegen. Ein normales Backenstück würde dieses Gebiss noch ein kleines bisschen mehr in einen 45-Grad-Winkel aufstellen, sodass der untere Schenkel etwas weiter runterkommen würde und der obere Schenkel etwas weiter hoch, damit es etwas genauer um den Unterkiefer liegt und das Gebissmittelstück etwas weiter gerade liegt noch. Ich habe hier nur vorhin schnell Bänder genommen, das natürlich etwas weicher ist, aber so soll das von der Seite ausschauen. Also, die Kontrolle am Pferd, neue Folie, kurzer Check. Keine Beschwerden, okay. Wenn ich kontrollieren möchte, wie das Gebiss in dem Pferdemaul liegt, muss ich seitlich bitte die Lefzen öffnen, also die Lippen öffnen. Und einfach da reinschauen. Ja. Hier eine Kandare. Das sieht so ein bisschen schlimm aus, was ich da mit den Fingern mache. Allerdings ist das überhaupt nicht dramatisch. Ich musste nur aus dem Weg gehen und das von der anderen Seite machen, damit meine Fotografin fotografieren kann überhaupt. Das, was wichtig ist, wenn ich das nachschaue, ist, dass das Gebiss, wenn das Pferd die Zunge hin und her bewegt, nicht gegen die Hengstzähne vorne schlägt und auch bitte nicht zu sehr nach oben in die Backenzähne stößt damit. Ja. Ist übrigens ein ganz normaler Warmblüter hier. Vielleicht könnt ihr so ein bisschen erkennen, dass der Unterkiefer auch hier relativ schmal ist. Ist natürlich ein bisschen schwieriger zu erkennen aus der Perspektive. Aber es ist unwahrscheinlich viel Fleisch um den Unterkiefer herum gebaut. Weswegen meine liebe Bärbel nicht ein kleines Shetland-Pony ist, sondern ein großer Warmblüter, dem einfach dieses ganze Fleisch drumherum fehlt. Zum Glück. So, hier ist nun auch die Schenkeltrense, wie ich vorhin schon sagte, mit dem Lederriemen dran. Man kann diesen Lederriemen etwas höher am Schenkel anbringen, um die Lage des Schenkels etwas zu kippen oder noch etwas weiter nach unten schieben, um die Lage des Schenkels noch etwas weiter nach vorne zu bringen, also den oberen Teil etwas weiter Richtung Nase zu bringen. Das muss man mit dem Lederriemen allerdings ein kleines bisschen üben und das, was ich beim Lederriemen immer etwas unglücklich empfunden habe, ist, dass der gar nicht so einfach anzubringen ist und wenn man ihn dann dran hat, anfängt zu rutschen. Also der Schenkel nicht damit so ruhig liegt, wie ich mir das gerne wünschen würde. Ganz zum Schluss möchte ich noch auf ein paar Mythen zum Thema Gebiss eingehen. Ganz kurz trinken.
diese Monologe mit meinem Computerbildschirm sind sehr speichelkostend. Kosten viel Speicher. Also, die meisten von euch haben diese lustige Zwei-Falten-Regel schon mal gehört. Die Zwei-Falten-Regel ist völliger Schwachsinn, weil wenn ich ein Pferd habe mit einer relativ langen Maulspalte und ich schnalle das Gebiss so hoch ein, dass ich am Maulwinkel zwei Falten das Gebiss zwischen die Backenzähne geschnallt habe und nicht davor, wo es hingehört. Wenn ich nun ein Pferd habe mit einer unwahrscheinlich kurzen Maulspalte und da zwei Falten in den Maulwinkel hineinbringe über das Gebiss, dann kann es sein, dass es immer noch auf den Hengstzähnen anliegt oder auch auf den Wolfszähnen. Auch Stuten haben manchmal Hengstzähne. Also guckt in die Mäule eurer Pferde bitte hinein. Das Einzige, was mich interessiert beim Anpassen des Gebisses, ist, ob das Mundstück, wenn es im Pferd ist, beim Bewegen durch die Zunge an die Hengstzähne oder an die Backenzähne stößt. Wenn es das tut, muss ich es entsprechend höher oder tiefer hängen. Was der Maulwinkel dazu sagt, ist völlig unerheblich. Je mehr Falten ich in den Maulwinkel bringe, desto weniger fein allerdings kann ich reiten, weil wenn ich schon Spannung im Maulwinkel habe und dann über Paraden dort noch eine Reaktion erwarte, werde ich das Pferd schlechter zu einer Reaktion bringen, weil es durch das Aufziehen der Maulwinkel in der Regel schon abgestumpft ist und entsprechend weniger auf noch mehr Zug reagiert. Wenn das Gebiss nur am Maulwinkel anliegt von unten her und ich dann eine Parade gebe, werde ich mit großer Sicherheit eine bessere Reaktion bekommen. Ein weiterer gern gehörter Mythos: dicke Gebisse sind sanfter als dünne. Das ist völliger Quatsch. Das Einzige, was mich interessiert bei der Wahl der Dicke des Gebisses, ist die Anatomie des Mauls meines Pferdes. Wieder habe ich ein Pferd, das eine dicke, fleischige, starke Zunge hat. Dann wird es wahrscheinlich ein dünnes Gebiss bevorzugen. Nur wahrscheinlich. Pferde haben eigene Ideen zu Gebissen und finden nun mal manchmal auch dünne Gebisse total blöd, wenn die Zunge ganz dick und fleischig ist. Manche Pferde haben ganz dünne, ganz feine, ganz weiche und so Waschlappenzungen. Die mögen in der Regel ein dickes, leichtes Gebiss lieber. Nichtsdestotrotz muss ich immer weiterhin auf die individuellen Bedürfnisse meines Pferdes eingehen. Ich kann nicht sagen, dicke Gebisse sind sanfter. Das liegt daran, ob ich ein Pferd habe, das mit einem dicken Gebiss lieber laufen möchte oder nicht. Also das ist nicht korrekt. Oh, Entschuldigung. Doppelt gebrochene Wassertrensen eignen sich optimal für Jungpferde. Ja, Gott im Himmel. Dicke, doppelte gebrochene übrigens mit Vorliebe. Auch das ist völliger Unsinn. Doppelt gebrochene Gebisse, habe ich vorhin gezeigt, liegen unruhiger im Maul, dadurch, dass sie nicht nur einen Bruch haben, an dem die Pferde rumnödeln können, sondern wo sie auch noch zwei haben. Und durch die Lage auf den Unterkieferästen wirkt das doppelt gebrochene Gebiss stärker ein. Und die Wassertrensen, ganz am Anfang erwähnt, haben eine schlechtere seitliche Führung, was gerade für junge Pferde super, 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 super wichtig ist, dass sie eine seitliche Führung von außen haben. Also bitte bei jungen Pferden idealerweise nutzen. Also ich nehme immer eine Schenkeltrense. In Zukunft werde ich immer meine Boucher-Schenkeltrense nutzen, weil die seitliche Führung dort einfach ideal ist bei den Schenkeltrensen. Und durch die ruhige Lage der Boucher-Wirkung die Pferde weniger gereizt sind, die Zunge übers Gebiss zu legen, was junge Pferde in der Regel alle tun.
Die doppelt gebrochene Wassertrense ist für junge Pferde aus meiner Sicht völlig ungeeignet. Völlig und total. Einfach gebrochene Trensen wirken wie ein Nussknacker und drücken in den Gaumen. Auch das völliger Blödsinn. Wie gesagt, in den Gaumen drücken, warum sie das nicht tun, habe ich vorhin schon gesagt. Das mittlere Teil, also der einfache Bruch, stellt sich dann erst auf, wenn ich die Zügel nach hinten annehme. Das heißt, das, was passiert, ist, dass sich die einfach gebrochene Trense dann um die Zunge und um den Unterkiefer legt oder auf die Zunge und auf den Unterkiefer und dort einwirkt. Das, was ich nicht machen kann mit einem Zügel, ist das Gebiss mit diesem Bruch dort, mit dem Gelenk nach vorne in den Gaumen schieben. Wie soll das funktionieren? Völliger Blödsinn. Auch das kann man sich prima angucken, wenn man mal sich den Spaß gönnt, sein Pferd mit einer einfach gebrochenen Trense zu trensen und jemanden drauf sitzen hat, der, während ich die Lefzen aufmache und reinschaue, die Zügel einfach mal nach hinten annimmt und dann kann ich mir das angucken, dass das einfach nicht passiert. Das ist absolut nicht richtig. Genau, und einfach gebrochene Gebisse lassen auch noch der Zunge Platz. Also, wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Wirkung ein Gebiss auf euer Pferd hat, macht das Maul auf, also das Maul von eurem Pferd, Entschuldigung, ihr müsst das Maul von eurem Pferd aufmachen und da reingucken, einfach hinschauen. Egal, was irgendjemand sagt, ich oder sonst irgendwer, guckt einfach hin, bitte, und schaut, was dort tatsächlich effektiv passiert. Leider ist es mit Gebissherstellern, ähnlich wie mit allen anderen Experten, in der Regel haben sie überhaupt keine Ahnung, es ist völlig faszinierend. Ich habe, wie gesagt, schon die hanebüchensten Beschreibungen zu Trensengebissen und Kandarengebissen gelesen bei verschiedenen Herstellern. Das reicht von, habe ich vorhin schon gesagt, Hebelwirkung einer Schenkeltrense. Da fällt mir überhaupt nichts zu ein, muss ich gestehen. Über Hebelwirkung von Boucher-Trensen oder dass irgendeine Gebissart weicher sei oder eine weiche Verbindung bringen kann, das kann das Gebiss selber einfach nicht schaffen. Es ist immer davon abhängig, was meine Hand mit diesem Gebiss tut, ob das weich ist oder nicht weich. So, ihr Lieben, habt ihr jetzt zum Schluss, und ja, wir haben lange gequatscht, ich weiß, noch Fragen zu dem Thema Gebisskunde. Mein Handy hat Probleme, gerade im Chat anzukommen. Ich bin begeistert. Na, wozu auch? Ah, ich habe keinen Chat. Das gibt's doch gar nicht. Also, falls ihr mir gerade was schreibt, ich kriege es gerade nicht mit. Ich versuche das hier nochmal. Jetzt wieder. So. Also, falls ihr mir gerade was geschrieben habt, ich konnte das nicht sehen. Ich werde noch einen kurzen Moment warten, ob ihr Fragen habt. Ich würde sie sehr gerne beantworten. Aber wie ich befürchtet habe, ist dieses Thema einfach intensiver als die anderen. Und ich sehe gerade, ich habe 1,5 Stunden gequatscht. Das tut mir leid. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Magst du mal verraten, wie viel dein Gebiss kostet und in welcher Dicke das Gebiss erhältlich ist? Sehr gerne. Zurzeit gibt es weltweit 11 Stück davon. Die befinden sich alle in meiner Küche. Und eins davon im Wohnzimmer, Entschuldigung. Und eins davon an meinem Kapzaum. Alle diese Gebisse sind 13,5 und haben 16 mm Dicke, sind alle einfach gebrochen. Ich werde morgen ein Gespräch führen, mit einem anderen Hersteller und kann euch hoffentlich ganz bald auch andere Größen davon anbieten. Es wird, wenn es dann bei Stimmen zu kaufen sein wird, wird es um die 95 Euro kosten. Diese Gebisse, die ich hier zurzeit habe, werde ich für 88 Euro verkaufen.
sozusagen als Einstiegspreis und plus Versand. Mehr Fragen habt ihr nicht? Das glaube ich nicht. Ich habe euch wahrscheinlich schon an die Wand geredet jetzt. Das ist in Ordnung für mich. Total spannend, sowohl fürs Reiten, aber auch definitiv zum Longieren. Longieren mit Boucher. Was sagst du dazu? Longieren mit Boucher-Trense finde ich total blöd. Die meisten von euch wissen, dass ich meistens zumindest einseitig innen ausbinde. Oder auch sonst, wenn man ausbindet, sind einfach Schenkeltrensen die bessere Wahl. Ich binde ungerne mit Boucher-Trense aus durch die aufrichtende Wirkung. Und das lässt sich mit der Reiterhand sehr viel besser koordinieren als nur über den Ausbinder. Und außerdem fehlt mir bei der Boucher-Trense zum Longieren die seitliche Führung. Ich finde die Schenkeltrense und auch mein Gebiss sind halt ideal zum Longieren, zum Jungpferde ausbilden, aber auch für den Langzügel besonders gut geeignet. Gerade am Langzügel, speziell am Anfang oder auch wenn man anfängt, die ersten Lektionen zu arbeiten, hat man immer mal wieder eine einseitige Einwirkung. Da ist es sehr hilfreich, wenn man dann die seitliche Führung hat. Und bei meinem Gebiss ist es auch dazu ja noch so, dass wir eine gewisse aufrichtende Wirkung haben. Wer schon mal angefangen hat mit dem Langzügel, wird wissen, dass die meisten Pferde sich anfangs beim Langzügel immer gerne zu tief stellen. Und das kann man entweder durch die Boucher-Trense, wie gesagt, oder durch die Boucher-Schenkeltrense sehr gut im Griff halten. Sonst hat keiner eine Frage. Okay. Falls doch noch irgendwelche Fragen sein sollten, scheut euch nicht, euch bei mir zu melden. Nächste Woche wollen wir auch den Einstieg in die Arbeit am langen Zügel besprechen. Und also sozusagen einen Anfängerkurs für den Anfängerwebinar, meine ich, für den Langzügel machen. Ganz besonders für Caro, das schon so lange möchte. Das hoffe ich aber, dass es vielen anderen auch gefällt und das Thema und euch weiterbringt. Und ich würde mir so wünschen, dass viel, viel, viel mehr Leute noch am Langzügel arbeiten. Und das werden wir nächste Woche besprechen. Wenn jetzt dann keine Fragen mehr sein sollten, würde ich mich nämlich in den Restsonntag verabschieden. Wir haben inzwischen wunderschönes Wetter. Den ganzen Tag war es hier bewölkt. Jetzt ist es wunderschön. Und ich würde mich glatt noch einen kleinen Moment um meine Burschen kümmern wollen. Ja, also wenn noch irgendwas sein sollte, dann meldet euch gerne bei mir per E-Mail, per WhatsApp oder auch gerne bei YouTube als Kommentar. Scheut euch nicht, mich anzuschreiben. Ich beantworte sehr gerne alle Fragen. Dankeschön, euch auch einen schönen Abend. Okay, ich bin weg. Tschüss.